Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Wir sind auf dem Weg zur Endurance. Versuchen jetzt ein bisschen lautlos hier weiterzukommen. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn rauf. Was geht da oben im Palast vor? Ups, mach schnell aus. Gibt's ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und was ist mit dem Funk? Die ganze Nacht nur auf etwas gegangen. Wieder. Scheiße. Und jetzt? Dieser Job ist scheiße. Bruder. So, ich bin gut. Ganz schöne Menge hier. Vielleicht sollte ich doch versuchen, die eher lautlos vorzugehen. Ah, okay. Das klappt aber nicht, weil ich da jetzt einen neuen Kontrollpunkt habe. Ah, das ist doch perfekt. Kommt alles hier hoch, ihr dummen Kerlchen. Okay, der will nicht hochkommen. Doch, da kommt er. Ja, glaubst du das? Autsch. Oh, jetzt kommen die stark gepanzerten. Granate. Ja, ist klar. Okay. So, die neue Nahkampffähigkeit. Das klappt eigentlich ganz gut. Ups, okay, das hat nicht so gut geklappt. Zeit zu sterben! Ich
jede Menge Muni wieder, das ist sehr gut. Ein weiteres Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Alle Waffen nachladen. Der Wurf, der ging vorbei. Ich hasse auf jeden Fall nicht gebraucht. Ach du Jemine. Eieiei. Noch was vergessen habe. Sieht aber nicht danach aus. Au, ach, da. Ich blindfähig. So. Komm, zeig dich. Ein schöner Sonnenuntergang. Alex, in was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Tja, warum hat er auch nicht gewartet? Meck, diesen heidnischen Symbol. Habe ich bestimmt sowieso als schon übersehen.
hinten müssen wir hin. Weiteres Tagebuch. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber. Aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Was für ein Idiot. Toll, und ich kann ihn jetzt retten. Machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.